Um mit dem Feldsanitäter von Level 8 auf Level 9 zu kommen, müssen wir 60 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 10 gegnerische Drohnen zerstören, das wird wieder ein hässlicher Grind, 5x 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten und 2x 5 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Das ist easy. Ich meine, wir haben ja schon mal gehabt, dass wir 10 Gegner töten sollten, ohne entdeckt zu werden. Also, ob wir es 2x 5 oder 1x10 töten, ohne entdeckt zu werden. Achso, ohne entdeckt zu werden. Ja, okay, gut. Das vorher waren 10 Gegner, ohne zu sterben. Ohne zu sterben. So, was haben wir da? Da haben wir 2 Gegner. So. Hat's gezählt? Jawohl, hat gezählt. Nice. So, kommt die da. Hauen wir so weg. Was? Ach du Scheiße, der Bulle droppt. Hat halt einfach gar keine Reichweite, das Ding. Ich hab grad den Fahrer. Der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Und wir wurden aber noch nicht entdeckt. Das heißt, wir können diese Herausforderung auch gleich noch abschließen. Stirb, Schwein. Du Schwein. Mein Kontakt. Ja, aber ihr wisst nicht wo und das ist gut. Oh, 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 oh. Ich habe die Drohne zerstört. Obwohl ich sie nicht mehr gesehen habe. Oh, oh, oh. Kleine Pistole. Jawohl. Und es waren auch 2 Drohnen. Nice. Und jetzt dürfen wir auch entdeckt werden. Kein Ding. Kein Problem. Das da müsste ein Outcast sein. Ja. So, wo ist denn der Drohnenträger, den der getötet hat? Ja, ja. Oh, jetzt weiß ich, wo er ist. Lass mir die Drohne. Ich brauche die. So, da haben wir schon mal 3 von den Drohnen. Hallo. Ja, war ein Reflex. Ich wollte eigentlich nicht nahkampfen, aber ich wollte ihn nicht nahkampfen. Oh, da unten ist eine kleine Basis. Nice. Oh. Und, na gut, eine 2er-Patrouille, die hilft uns nicht viel. Stimmt, die Thronträger, die sind uns hier eigentlich sehr willkommen. Ich hätte ja lieber eine 3er-Patrouille. Ich gehe dahin. Vielleicht. Ich meine, die Drohnenträger, ne? Wenn man die tötet und wenn die auf den Bauch fallen, dann kann man deren Drohnen noch vom Rücken, also auf dem Rücken zerschießen. Zählt das dann auch als zerstörte Drohnen? Müsste man mal ausprobieren. Werde ich mal ausprobieren. Wenn mir zufällig ein Drohnenträger vor die Flinte läuft, natürlich. So, ich komme von hinten. Ach, da sind ja die beiden Spitzenwissenschaftler. Hier ist das. Die beiden Damen. Unter Ausgangssperre. Da drin. Die eine Nebenmission. So, ist da ein Feind? Negativ. Ein Mann, der seiner Frau eine Standpredigt hält. So wie es aussieht. Und sie guckt halt nur am Tablet rum.
Sie hat keine Gegner. Aber ich weiß, hier sind welche. Sehr unübersichtlich hier. Sehr, sehr unübersichtlich. Unübersichtlich. Oh Gott, der Scharfschütze. Das könnten die drei sein. Ja, wenn ich zielen könnte, hätten das können die drei sein. Naja, was soll's. Ich meine, wir haben noch so viele vor uns. Ich war halt gerade irritiert, ob ich den gekillt habe, wirklich. Ich habe zu lange gebraucht, um zu checken, dass er tot ist. Hallo, du. Den Laser zu treffen, ist echt eine Herausforderung. Aber man hat halt um einiges mehr Übersicht. Sonst kein Feind mehr hier? Das glaube ich nicht. Upsala. Was? Die Ghosts haben nicht den Hauch einer Chance? Ja, findest du? Ah, komm. Motorrad schnappen und dann sonst wohin fahren. Brauchen immer noch 4x3 Gegner, weniger als 3 Sekunden. Er steigt wieder nicht ein. Sag mal. Von der anderen Seite vielleicht. Ja, wunderbar. Hey, die 7 Drohnen machen mir eigentlich am meisten Sorgen. Da wären Drohnenträger tatsächlich am besten, glaube ich. Wow. Deswegen hat einen Wendekreis wie ein LKW. Oh, das sind 3. Perfekt. So, das waren die ersten 3. Das sind noch 2 weitere Gegner. Warten wir gerade auf die. Warum auch nicht? So. Hui. Da ist eine Patrouille, das sind wieder 3. Sehr gut. Sind das vielleicht auch gerade 3? Das wäre gut. Ja. Hallo. Die halt einfach gar nichts mitkriegen. Das ist der Wahnsinn. Wie viel mal noch? Noch 2-mal das Ganze. So, noch 1-mal und dann haben wir's. Seht ihr, mit den Patrouillen und so geht das, gehen die Teile eigentlich echt am besten. Einfachsten. Wie viele sind das da vorne? Wieder 3. Nein! Oh, knapp, aber wir haben es geschafft. So, das war das mit den 3. Ist da zufällig ein Thronträger dabei? Nein. Aber es sind 4. 4 weniger. 4 weitere. Hey, nichts Verdächtiges in meinem Sektor. Nö, gar nichts. Bei mir auch. Mist! Feindliche Kräfte! Diese Feinde! Mein Gott! Ich hab getroffen! Ich hab nicht mal einen Laser an der Knarre. Eieiei. Das wollte ich machen, dass es cool aussieht, aber. War wohl nix. Aber ich hab's überlebt, das ist die Hauptsache. So, was brauchen wir noch?
7 gegnerische Drohnen und halt noch einen Haufen Gegner. Ich kann halt vom Motorrad aus leider nicht schießen. So, weiter. Das ist keine gegnerische Drohne und brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Mit dem Bullet Drop von der Vector. Ich krieg's ja schon mit einer 416 nicht hin. Da ist noch eine Patrouille mit 3 Leuten. Jo, noch 16 Gegner, aber halt auch noch 7 Drohnen. Ich fahr mal in die Walachei da, gucke, da sind ja öfters diese, genau diese Drohnen meine ich. Nein! Gut, wenn der in Deckung geht, dann kann ich auch nachladen. Seid vorsichtig, Leute, ja? So. Und da ist ein Auto. Mit dem kann ich auch fahren. Und aus dem Auto kann ich auch rausschießen. Dann würde ich mir das Aussteigen sparen. So. Auch diese Ausweisprüfdrohnen zählen ja auch. Waren wir da nicht schon? Bin ich zurückgefahren? Antares-Bezirk? Nein, da waren wir nicht, glaube ich. Da höre ich zumindest noch genügend Stimmen. Sehe aber auch keine Drohnen. Ich höre einen Drohnen. Es nähern sich Feinde! Negativ. Keine feindliche Drohne. Schade. Komm, hol's dir! So? Verdammt. Lass mich am Leben. Ich hab doch gerade erst ein Auto bekommen. Ich will aber nicht tot sein. Ich will, dass du tot bist. Autsch. Verdammt. Benutzen oder nicht? Solange der Scharfschütze da hinten steht, bringt das nichts. Ach komm, dann respawnen auch die Gegner und die Patrouillen. Ja, dann haben wir's. Ach, ja, ja, ist halt der richtig harte Grind jetzt. Ich hasse das. Also ich hasse nicht den Grind, sondern ich hasse da. Ich hasse Grind, den man suchen muss. Also die Drohnen in dem Fall. Ich guck mal, ob es da irgendwo einen Drohnenträger dabei gibt. Und wenn da ein Drohnenträger wäre, würde es sich ja lohnen, dahin zu gehen. Oder da am Strand sind doch eigentlich auch immer solche. Da, an solchen Stellen da. Ich glaube, ich suche mein Glück in der Wildnis. Ich klaue das Auto und dann fahren wir wieder querfeldein. Da haben wir bisher die meisten Drohnen gefunden. Beim Sturmsoldaten ja auch. Ich hoffe allerdings, dass das die letzte dieser Herausforderungen ist. Was? Wer? Ach, scheiß drauf. Tschüss. Ja, schießt ihr nur. Ich bin weg. Stormtrooper. So. Gar keine Patrouille, die hier rumgammelt.
So, das ist wieder der Ort. Der altbekannte Levelort. Oh. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich will nur meine Ruhe. Mehr nicht. Also eigentlich nicht meine Ruhe. Ich will Drohnen. Drohnen. Murmur. Verteidigungsgebiete. Haben wir irgendwo ein Murmurgebiet? Schon aufgedeckt? Wenn wir ein Murmurgebiet hätten, dann wäre das ja super easy. Moment. Ich park mal irgendwie da und dann fliege ich mal mit der Drohne hoch. Und guck mal, ob da irgendwo ein Murmurgebiet ist. Recyclinganlage. Kontrollstation, Viper sowieso. Zum Biwak. Habe ich wohl schon. Da gibt's Infos. Sonst nix. Schade. Aber sonst wo irgendwo schon was aufgedeckt. In diesem Safe-Slot habe ich halt die Karte noch fast gar nicht aufgedeckt. Da ist ein Amon-Angriffsgebiet. Gut, das wären auch zwei Drohnen. Ne? Ich hätte aber lieber einen Murmur. Weil Murmur wären dann halt direkt 3 bis 7. Ich weiß, dass hier oben ganz viele Murmurgebiete sind, aber... Das hilft mir jetzt ja nichts. Schade. Wäre cool gewesen. Dann suchen wir eben so weiter. Nach komischen Überwachungsdrohnen. Oder ich gehe wirklich zum... Oh, das ist die Idee. Ist ein bisschen cheesy, aber... wo war das? Ach, nee, das ist Amon. Aber haben wir hier einen Biwak in der Nähe? Bestimmt, aber ich habe es nicht aufgedeckt. Aber weißt du was, dann gehe ich hier nach Erebon, schnapp mir den Heli, der vorne dran steht. Und... flieg dann rüber zu dem Gebiet. Decke gegebenenfalls noch ein Biwak auf und zerstöre dann die Amon-Drohnen, wenn ich es schaffe, hier mit dem Charakter. Und habe ich überhaupt schon Raketenwerfer? Bestimmt, oder? Ja, zwar nur 4, aber das müsste ja reichen. Und mach dann nochmal Schnellreise zum Biwak und zerstört die Drohnen nochmal. Dann hätten wir schon 4. Und 6 brauchen wir noch. Ja, geh doch raus! Oh! Oh shit! hat der Untersetzer. Hat unter meinem Glas geklebt. Hast du dir dein Leben je so vorgestellt? Dann wollte ich unauffällig einen Schluck trinken und da fällt mir der Untersetzer in den Schoß. Beziehungsweise auf den Schreibtisch und dann in den Schoß. So, das Ding war... Ja, da über den Berg. Irgendwo da hinten. Gerade noch ein paar Biwaks aufdecken unterwegs. Das müsste ja mit dem Heli gehen. Das sehen wir gleich. So. Das
müsste genügen, um das Biwak aufzudecken, wenn das geht. Ja, es geht. Gut. So, jetzt da lang. Da oben ist noch ein Biwak. So. Wo ist das? Einfach geradeaus, so ein Stück. Kennt man ja in der Regel daran, dass da irgendwo ein Haus in der Gegend rumsteht. Da ist es. Weißt du was, ich versuche... Ne, ich versuche nichts. Ich versuche es safe zu machen. Soweit es geht. So. Ich hoffe, es sind auch zwei, nicht nur ein. Oh nein, ich bin falsch. Ich bin nicht weit genug. Na gut, das Stückchen können wir laufen. Ist ja direkt da vorne. Haben wir noch ein paar normale Gegner. Ohne Drohne leider. Wie viel brauchen wir denn insgesamt noch? 10. Naja, dann halt. Nur noch 8. Und das Arm- und Verteidigungsgebiet ist auf der anderen Seite des Sees. So, da brauchen wir noch 5 Gegner. Das heißt, die Drohnen. Wenn wir die haben, haben wir auch den Rest. Nein, jetzt bleibt, fahr doch nicht los jetzt, mein Skinner. Das ist nur eine, oder? Ich sehe immer nur eine hier. Das ist schlecht für mich. So. Nein! Ich hab schon wieder falsch ausgewählt. Natürlich. Und da drüber geschossen. Oh oh. Oh nice. Hat geklappt. Kaboom. Es war aber tatsächlich nur eine leider. Eine Drohne. Eine kleine pupsige Drohne. Halt auch leider sonst keins. Ich meine, Behemoth, die dauert zu lange jetzt. Ne? Ich mache mal eine Schnellreise dahin, zu dem Biwak. Und vielleicht haben wir da ja irgendwie ein... Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir da einen Arm und... oder? Ich meine, die patrouillieren oft an so Stränden, ne? Die Mumus. Da, könnte was sein? Nee. Standort von Scale Technology. Das ist auch nur irgendwas Altes. Mist. Ah ja. Altbekannte Taktik weiter. Vielleicht haben wir da drin ja irgendwie eine Überwachungsdrohne oder sowas. Huch. Zu spät gezogen. Zu sehr drauf geachtet, was da in der Basis abgeht. Ob da Gegner sind. Drohnen. Waren aber keine da. Also brauche ich da auch nicht hin. Na toll. Am dümmsten Punkt überhaupt. Ich könnte einfach nochmal zu dem anderen gehen jetzt. Zu dem hier. Warum auch nicht?
Man, eine Drohne ist besser als gar keine. Aber Munition brauchen wir, glaube ich. So. Munition wurde aufgefüllt. Sehr gut. Vielleicht hört es auch mal auf zu schneien. Das wäre ganz nett. Fallschirm? Nee. Hier vielleicht? Das war in Wildland so schön intuitiv. Man konnte einfach selbst bestimmen, wo man Fallschirm springen will. Ob es Sinn macht oder nicht. Man konnte halt auch 20 cm vom Boden aus einen Fallschirm machen. Sprinten und Leertaste gedrückt halten. Aber hier geht's halt leider nicht. Ich will Drohnen. Die Sucherei, ne? Die macht mich wahnsinnig. Das macht echt keinen Spaß. Aber ich glaube, das habe ich auch schon beim Sturmsoldaten gesagt. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Brauche halt noch 5 Drohnen. Und 5 Gegner. Da haben wir eine Drohne. Hat der mit der Drohne gesprochen? Scheinbar. Gut, so. Haben wir eine Drohne hier. Die haben keine Drohne dabei. Vorne könnte noch eine Drohne sein. Und? Nein, leider nicht. So, jetzt haben wir den Killgrind hinter uns. Wir brauchen aber immer noch die Drohnen. 4 Stück. Und eine kriegen wir da unten, wenn die uns nicht kriegt. So, und jetzt aufpassen, dass ich auch das Richtige auswähle, den Raketenwerfer. So. Bleib stehen. Mein Gott, fahr doch noch weiter weg. So, fehlen noch 3 Drohnen. Oh, der hat was, die haben was mitgekriegt. So. Noch 3 Drohnen. Kommt schon. Gebt mir Drohnen. Ein Drohnenträger und eine Patrouille mit Drohnen. Ich könnte die Azrael anmachen. Dann kämen wieder Drohnen, aber ich habe so meine Zweifel, dass ich die überlebe. Oh, guck mal. Na los! Wir werden angegriffen! Die sind nicht von uns! So. Gut. Noch 2 Drohnen, bitte. 2 Drohnen. Ich habe nur noch einen Raketenwerfer. Ich brauche aber noch 2 Drohnen. Haben die da vorne eine Drohne dabei? Nein, haben sie nicht. Schade. Schade. Ich weiß, wo noch
Eine Drohne ist immer. Das Problem ist, ich habe das Biwak dort noch nicht. Aber ich fahre gerade drauf zu. Hier. Und ich weiß auch. Nein, das ist nicht der Lake Clearwater, oder? Das ist das. Das ist das Wolf-Lager. Hier. Hier gibt es eine Behemoth-Drohne. Und hier oben ist ein Murmur-Gebiet. Moment mal, habe ich da gerade gesehen, dass ich da einen Biwak habe? Ja! Ich habe einen Biwak da. Dann rüste ich mal die Simultanschuss-Drohne aus. Und dann gehen wir mal schauen. Ich weiß, dass da oben ein Murmur-Gebiet ist. Da, der wollte es gerade aufdecken. Jetzt. Oh. Da. Murmur-Patrouillengebiet. Und das heißt, da bekommen wir unsere letzten beiden Drohnen. Ich muss sie ja nicht mit Schusswaffen zerstören, ne? Nee, einfach nur zerstören. Und ich habe wieder Schluck auf, toll. Ich freue mich. Gleich haben wir es geschafft. Hätte ich mich daran nur früher erinnert. Was ist das denn? Da haben die Webdesigner aber irgendwie sind mit der Maus ausgerutscht. So, ich hoffe jetzt nur, dass ich die Murmurs sehe, bevor die mich sehen. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Da oben. Quasi direkt über dem Behemoth. Das ist eigentlich der Behemoth oder die Behemoth? Oder das Behemoth? Hey Google, was heißt Behemoth auf Deutsch? Hey Google, stopp. Mein Gott, spreche ich wirklich so undeutlich. So, ich höre Drohnen. Ich warte, bis sie wieder wegfliegen. Ich sehe sie halt so nicht. Schauen wir mal mit meiner Drohne. Ah, die fliegen schon wieder weg. Nice. So, die dürfen halt nur nicht zu weit weg. Eine. Hey, nice. Sind die schon zu weit weg wieder? Wir sind schon wieder zu weit weg. Habe ich halt echt nicht lang Zeit hier für die. Ich könnte es natürlich auch anders machen. Ich spamme jetzt G. Beziehungsweise G-Spammen ist dumm. Da, so, jetzt hat es geklappt. 2. Komm, weil es so schön ist, Nummer 3. So. Und damit sind wir auf Rang 9. Sehr nice. Ja, dann hau mir ein Abo rein, aktiviere die Glocke, lass mir ein Like da und kommentier, wenn dich das alles nicht überfordert, weil es viel zu viel ist. Wenn es dich überfordert, ein Abo genügt auch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.